Come on. On the track mit dem nicen Song aus meiner Feder, mit dem Geheimtipp, mit dem lang verschollenen Gangster-Rap-Song von Sebastian Mutti hier am Start. Ja, heute etwas wild, der Gast ist gerade hier reingestolpert, war alles easy, er ist da, ich freue mich, dass ihr da seid, bin noch ein bisschen klein gemacht heute, das seht ihr. Wir haben heute ein paar Fotos zu zeigen. Oh, ich finde es auch mal nice, ein bisschen kleiner zu sein, weil immer das fette Mondgesicht hier auf dem Monitor, das ist ja auch furchtbar. Das will ich euch auch nicht antun, dass ihr ständig mein dickes Mondgesicht hier seht. Zitronensaft-Diät ist in Planung, ich habe noch nicht angefangen, falls jemand fragt. Ja, okay. Super cooler Song, ja genau, ich muss den mal irgendwo hochladen. Ich muss den, glaube ich, mal irgendwie... Melvin, danke dir, mein Lieber. Ich muss den mal irgendwie bei Spotify veröffentlichen. Mutti. Geiles Ding, oder? Ja, okay. Wollen wir unseren Gast anrufen? Warte mal, ich frage ihn erst mal, wie ich ihn nennen soll. Wir haben nämlich keinen Testcall gemacht. Wir haben keinen Testcall gemacht, weil er etwas verspätet kam. Und da müssten wir jetzt einfach mal auch kurz fragen, ob er ein Pseudonym möchte oder ob das so okay ist, wie er das, wie er heißt. Was ich schon mal sagen kann, es geht heute wieder mal um Opioide und Opium. Denke ich, zum großen Teil. Lucien, das ist Superchat. Superchat ist das. Da musst du auf dieses kleine Dollarzeichen klicken, was da rechts im Chat ist. Ja. Superchat. Ja, jetzt geht es gleich los. Wir müssen nur kurz den Namen klären. Alles cool, Kein Stress, Meine Lieben, Stress haben wir schon genug, oder? Es ist viel los in der heutigen Zeit. Wir wollen uns ja keinen Stress machen.
Und darum rufe ich ihn auch gleich an. Wie wollen wir ihn nennen? Also los, komm. Schreib mal lieber. Wie soll ich dich nennen? Na? Also er hat schon mal... Gut. Er hat... derjenige welche hat schon mal einen Titel vorgeschlagen. Das können wir ja gleich auch mal ändern. Politox durchs Leben. Boah. Okay. Gut, mein Lieber. Ja. Beppo ist heute am Start. Muss ich gleich was dazu sagen. Beppo hat mich ein guter Freund immer genannt, der leider schon tot ist. Hey, hör, mein Lieber, grüß dich. Warte, du bist noch nicht zu hören. Ich brauche einen kurzen Moment. Weil wir haben ja keinen Testcall vorher gemacht, aber ich bin, ja, ich mache das hier schon eine Weile und weiß, wie es läuft. So, jetzt sag mal was bitte. Grüß dich. Ja, genau, du bist zu hören. Beppo, mein Lieber, grüß dich. Schön, dass es trotzdem geklappt hat. Freut mich auch. Genau. Beppo ist ein Name, da muss ich dir gleich sagen, Beppo ist ein Name. Mich hat ein sehr, sehr guter Freund über Jahrzehnte Beppo genannt und leider Gottes ist dieser Freund tot. Ah, rest in peace für deinen toten Kumpel. Das ja. ist einerseits lustig, weil meine Freunde nennen mich auch Beppo und wir haben den gleichen Vornamen. Also ich im echten Leben. Ja, du heißt Beppo. Ja. Das ist mega. Und ich höre auch schon, wir telefonieren heute mit Österreich. Mit Österreich, genau. Sehr schön. In Österreich, ich hatte schon mal ein Mädel aus Österreich auf dem Kanal, ging es auch um Opioide. Ja, diese junge Dame. Genau, die war so 18 oder so. Ja, genau. Habe ich gesehen, den Stream. Substitut hieß das, glaube ich, der Stream. Kann das sein? Ja, genau. Ja, siehste, ich kann mich noch gut erinnern. Beppo, mein Lieber, komm, damit wir hier erstmal ins Warm werden, sag doch mal, wie bist du eigentlich auf den Kanal hier aufmerksam geworden? Ja, eigentlich, ich habe auf YouTube durchgesehen, schaut nach interessanten Podcasts und dann deine Podcasts entdeckt mit vielen interessanten Leuten, Christian zum Beispiel oder der Mefkoch oder auch die Dame aus Österreich. Ja. Und ja, fand ich echt ziemlich interessant und dachte mir, ich schreibe dir auch mal, weil meine Geschichte ist eigentlich auch ganz interessant, würde ich mal sagen. Wir haben letztens mal so die Analytics durchgegangen vom Kanal, aus welchen Ländern die Leute den Kanal schauen. Ja, da war Österreich leider Gottes bei 2%. Da musst du noch was machen. Ich habe es gesehen und Indonesien war, glaube ich, am zweiten Platz. Genau, oder so. Indonesien war vor Österreich. Es ist so eine Schande. Was ist bei euch los? Ich weiß nicht. Manche Kunden von mir schauen eigentlich deinen Kanal auch ganz gerne, aber sind nicht so viele Leute. Ja, alles easy. Buddy, also wir wissen schon ein bisschen, es geht heute um Opioide. Ja? Es geht auch um Opium, das finde ich sehr spannend. Ja, also Opium habe ich nie auf Dauer konsumiert, aber eine Zeit lang immer wieder gerne. Ja, also ich habe ja selbst, ich mache es mich doch mal größer oder ein bisschen, ich habe ja selbst auch 2 Jahre Shandu geraucht, 2 Jahre, also Rauchopium, ja. Und das ist ja so meine Opiaterfahrung. Darum kann ich ja hier so ein bisschen mitreden, weil ich eben weiß, dass auch, ich würde gerne nachher mit ein bisschen über das Opiumrauchen reden, weil das ist ein bisschen exotisch. Das können nicht viele von sich behaupten, Opium geraucht zu haben. Und wo willst du jetzt eigentlich mal anfangen? Ja, fangen wir an ganz vorne. Ja. Also ich habe angefangen mit 13, 14 zum Kiffen. Beschreib mir erstmal so dein soziales Background. Also Familie, getrennt, Eltern, ja, nein, wie war die Schule? Das würde mich mal interessieren. Ich bin aufgewachsen bei meiner Mutter, habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter, zu meinem Vater eher weniger. Mein Vater war jetzt nie schlecht zu mir oder so. Ja. Keinen Kontakt, würde ich mal sagen. Jetzt. Okay. Und ja, Schule war eigentlich, ja, ich habe eigentlich nie was gelernt, bin aber trotzdem ganz gut durch die Schule gekommen. Und ja, dann mit ich war schon 15, habe ich dann eine Lehre angefangen bei einer Firma und dann fing es auch schon an mit den Substanzen, eigentlich schon in der Schule, aber in der Schule war es halt nur eher Gras und vielleicht 2-3 Mal Speed oder so. Durch den Job mit Schichtarbeit und so bin ich halt auch an Leute gekommen, die permanent konsumieren. Was haben die konsumiert da? Hauptsächlich Speed und Meth. Meth sogar? Ja. Gut, ihr seid ja auch ziemlich nah an der tschechischen Grenze dran, ne?
Ich würde sagen, von mir bis nach Tschechien sind es circa 80 bis 100 Kilometer. Okay, da hat Meth natürlich auch eingeschlagen. Wie eine Bombe. Ja. Ja, auch spannend. Meth in Österreich haben wir auch selten hier. Also Schichtarbeit, die Leute greifen einfach zu Appern, die Leute greifen zur guten alten Panzerschokolade, ja, und um die Schichten durchzuhalten. Und du hast da auch schon so ein bisschen was mitgezogen. Ja, genau, da habe ich auch schon ein bisschen was mitgezogen und es wurde halt nach der Zeit immer mehr. Und nach circa, ich habe so knapp ein Jahr dort gearbeitet. Wir haben aber dort eigentlich, sollten wir drehen und fräsen und beziehungsweise Metallbearbeitung lernen, mehr Lagerarbeit gemacht und lackiert und ja, so eigentlich Hilfsarbeit. Hiwi-Jobs. Ja, genau. Also eigentlich soll es eine schöne Ausbildung sein, ein Ausbildungsberuf, aber die haben euch eigentlich nur so zum Aufräumen eigentlich abgestellt. Genau, so war Ja. es. So, Also und nach 11. unter Forderung und Langeweile. Ja, Ja, genau. Nach verstehe. 5 Monaten dann habe ich gekündigt mit dieser Firma und dann, ja, wie soll ich sagen, war dann eine Zeit also zu Hause und habe keine Downers mehr genommen. Aber ich habe keine Uppers mehr genommen. Aber gleichzeitig fing es mit den Downern langsam an. Und ja, ich muss sagen, ich habe das erste Mal Heroin habe ich mit 14 genommen. Das erste Mal Heroin mit 14. Das war aber eine einmalige Sache. Also da habe ich. Ich habe Gas aufgestellt für ein paar ältere Leute und ein Bekannter, sagen wir mal so, hat mir die Leine hingelegt und sagt, ja, probier mal. So. Ich habe so, Was hast du aufgestellt? ich hab ihnen ein Gas aufgestellt. Gas aufgestellt. Gas. Gas, Marihuana, Ach Weed. so. Also du hast, was heißt aufgestellt? Das ist so österreichisch. Ja, ich habe ihnen ein Weed besorgt. Ach so, du hast Weed besorgt und bei dem Weed besorgen hat dir jemand eine Leine Heroin angeboten. Genau. Mit 14. Mit 14, genau. Okay, klingt sportlich. Ich habe die dann gesnifft und ja, ich kann dich den Zustand nicht richtig einschätzen, weil das Gas war auch ziemlich stark und mich hat es so schon ein bisschen gedrückt und war ein bisschen am Wegknoten und ja, das Heroin hat das Ganze halt etwas verstärkt. Und ja, das war aber eine einmalige Sache. Ich hatte auch mit den Leuten dann weiterhin Kontakt, aber ich wusste, wenn ich das öfters nehme, dann geht es mir genauso scheiße wie denen, wenn die nichts haben. Wie war das erste Mal Age mit 14? Beschreib uns das mal. Ja, ich bin auf der Couch gesessen, ein Freund legte mir die Leine hin, dann kam ein anderer Freund noch her und sagte, hey, das ist viel zu viel, der ist das nicht gewohnt, nicht das, was passiert, tu mal die Hälfte. Hat die Hälfte weggetan, ich habe es gezogen, habe mich zurückgelegt, habe eine Zigarette angezündet und ja, mir wurde auf einmal warm und mir ging es, sage ich mal, einfach gut. Sag mal, jetzt mal für so Außenstehende, wir sind ja hier in Deutschland, ist das eine normale Szene in Österreich, dass 14-Jährige Heroin ziehen, oder würdest du sagen, das ist schon bei dir ein bisschen besonders? Ja, es gibt solche, vor allem mir kommt vor, in den letzten Jahren werden es immer mehr. Früher waren eigentlich die ganzen jüngeren Leute eher auf so Partysachen zum Party machen halt, dass Die das so. klassischen Upper, Speed Ecstasy. Und dann kam Genau. Meth, das war schon eine Steigerung. Und jetzt, Ja. ja. Und er ja, hab dann aber eben, weil ich die Leute kannte und ich wusste, wie es denen geht, wenn die nichts haben. Darum habe ich, ja, war es ein einmaliger Konsum eigentlich, beziehungsweise dann ein paar Monate später habe ich es nochmal gezogen bei denen und dann ist irgendwie auch der Kontakt abgebrochen mit den Leuten. Dann war ich eher so in der Feierszene, also bin auch schon sehr bald fortgegangen und auf Partys und Techno-Partys, Goa-Partys und so weiter. Ja, und habe mir halt da alles reingepfiffen, was ich in die Finger Mit bekam. wie vielen Jahren warst du auf deiner ersten Goa-Party? Mit 15. Deine Mutter hat das toleriert. Ja, meine. Hallo? Ja, Verbindung nach Österreich ist etwas schwach. Ja, kommt gleich wieder. Jo, lang nicht passiert. Beppo. Ich rufe Beppo nochmal an. Wir wissen ja, wo wir stehen geblieben sind. Goa Party mit 15. Was sagt die Mutti dazu? Okay. Ja, für alle, die jetzt den Podcast auf Spotify hören, ich bitte um Entschuldigung für diese Unterbrechung. Er hat ja auch vorhin geschrieben, dass was mit seinem Akku ist. Vielleicht ist auch der Akku abgeschmiert.
Who knows? Lucien, ich danke dir, mein Lieber. Kriegst du sogar gleich einen Mark, dich hier drauf geknallt. Geht es? Ah. Können wir mal ein bisschen hier rumfallen. Man kann sogar interagieren. So, okay. Lucien, danke dir. Schön, dass du spendest. Sorry für die Unterbrechung hier. Okay. Jetzt. Sorry, wenn ich so. Ja, Beppo, was war los? Ja, ich glaube, mein Internet ist aus am Handy. Ich habe jetzt WLAN eingeschaltet Ah, sehr gut. und müsste jetzt eigentlich wieder gehen. Okay, kein Stress. Also, Gut. ich stehe gerade mit dem Rucksack auf LSD. Hast du Das, das noch nein, gehört? nein, wir waren bei Goa Party mit 15. Was sagt die Mutti dazu? Das war das Letzte, wo ich ausgestiegen bin. Ja, Mutti hat das nicht so. Also, sie wusste zwar, ich bin unterwegs. Sie wusste auch, mit welchen Leuten ungefähr ich unterwegs war, aber sie dachte, das ist halt so eine normale Saufparty, sage ich mal, unter Anführungszeichen. Aber letztendlich war sie dann doch sehr liberal. Ja, meine Mutter war sehr liberal, immer. Okay. Ja, okay, na, das ist ja auch völlig okay. Aber sie dachte halt, na, der Junge trinkt ein paar Bier mit seinen Kumpels, aber nein, du warst in anderen Sphären unterwegs. Genau sowas. Let's go. In welchen denn? Und ja, ich bin voll auf LSD. Ich habe ein paar, zwei Pappen habe ich genommen an dem Tag und dann wirklich extrem gut. Dazu noch zwei Pillen. Weißt Von du, den welche das Pillen, noch waren? das waren weiße Mitsubishi. Weiße Mitsubishi-Pappen? Nein, weiße Mitsubishi-Teile Ja, und also die, Pillen, ja. glaube ich, Bitte nochmal. einen indischen Muster oben. Okay, also konntest du jetzt nicht so genau sagen, wie der Trip hieß. Nein, leider nicht. Okay, Also ich habe gut. unter Pappen gekauft, also unter Trips. Genau, also zwei, also mit, jetzt muss man sagen, mit 15 zwei fette LSD-Trips plus zwei weiße Mitsubishi eingefahren und dann zur Goa-Party. Ja, genau. Eieiei, okay, na dann erzähl mal. Ja, dort ging es natürlich dann weiter mit, ja, eine Kollegin hat dann noch ein bisschen Speed aufgelegt, ein anderer Kollege hatte noch Teile, aber ich war irgendwie eh so gut in Stimmung, sag ich mal, dass ich erst ein paar Stunden später noch nachgelegt habe und eine dritte Pille genommen habe. Und so ging es dann von Freitag bis Sonntag dahin. War eigentlich sehr coole Location im Wald, viele Leute, gutes Soundsystem. Ja, und du hast das auch alles verkraftet mit deinen jungen Jahren. Ja, es ist, mir ist es sehr gut gegangen. Ich hatte auch ein paar Leute von mir dabei, also die auch ein bisschen auf mich aufgepasst haben. Und ja, war eigentlich eine coole Party. Und beim Heimfahren, also als ich dann Sonntag in der Früh nach Hause kam, sagte meine Mutter zu mir: So, ja, du siehst ein bisschen fertig aus, leg dich mal ins Bett. Und ich schaue so auf meinen Rucksack und sehe, wie mein Rucksack irgendwie ein Gesicht bekommt und so. Also hat noch massiv nachgeschoben. Ja, genau. Und legte mich dann in mein Zimmer ins Bett und probierte zu schlafen. Ging natürlich absolut gar nicht. Lag sicher noch 3, 4 Stunden im Bett und habe irgendwelche geometrischen Formen gesehen. Fraktale, wenn man die Augen zugemacht hat, rauscht das so vorbei, ja. Das ist auch geil eigentlich, ja. War wirklich cool. Also sehr gefallen. Und ja, dann ging es eigentlich so fast jedes Wochenende so weiter, würde ich mal sagen. Und Manchmal auch. was lief nebenher? War da noch eine Ausbildung oder war das nur zu Hause rumgammeln? Ah nein, ich habe dann eine Ausbildung als Schlosser, Metallbearbeitungstechniker, angefangen und durchgezogen. Sehr gut. Und ja, Also ich also. sag mal, in der Woche war immer so Lehre und Ausbildung und am Wochenende Abriss. Ja, genau. Okay. So. Und so ging es eigentlich, ja, so ging es dann 2 Jahre ungefähr dahin. Und dann hatte ich Lehrabschlussprüfung, habe ich auch geschafft, ohne Probleme. Und war dann quasi Facharbeiter. Dann habe ich die Firma gewechselt und kam wieder in eine Firma mit Schichtarbeit. Ah, und da war die Verführung wieder groß. Ja, genau. Und dann kam wieder das MEF dazu und war quasi ständig auf dem F. Und Aber jetzt, ich meine, es gibt viele Leute hier im Chat, die wissen gar nicht, wie Meth wirkt. Beschreibt doch mal im Außenstehenden, wie so Meth auf einen 15-, 16-Jährigen wirkt. ich muss sagen, am Anfang war es so, ich habe eine kleine Line gezogen, es brannte mega. Also, ja, Theostomase, ja. genau, auf der Seite, wo man gezogen hat, läuft einem die Träne runter vom Auge. Ja, kenne Und ich. wirklich, also war wirklich guter Stoff und war von einer kleinen Nase locker 2 Tage munter, wenn ich keine Downer dazu genommen habe. Das muss man mal sagen, ja, das ist halt die Potenz von Meth. Also so eine, ich sag mal so eine, tja, nicht mal kleine fingergroße Line, haardünn,
scheppert dich halt wirklich 72 Stunden durch den Orbit. Das ist krank. Voll, voll. Und er wurde natürlich mit der Zeit immer mehr, weil natürlich fast jeden Tag dann konsumiert. Toleranz steigt auch dann sehr schnell bei Meth. Ja. Und gleichzeitig fingen aber von meinem Freundeskreis viele Leute an, Heroin zu konsumieren. Und das nicht nur hin und wieder, so wie ich es anfangs machte, sondern ja, die waren eigentlich, ich würde sagen, sie haben zwar damals gesagt, sie sind noch nicht drauf und sie haben es im Griff, aber im Endeffekt war jeder schon drauf. Ja, und dann, als ich in der Firma aufgehört habe zu arbeiten, ließ ich die APA weg und nahm nur mehr Heroin. Und so schlitterte ich dann halt selbst in die Sucht hinein. Okay, und wo würdest du sagen, war es außer Kontrolle geraten? Mit welchem Alter und welchem Setting? Wie war der Konsum da täglich? Mit circa, ich war da circa 18, 19 sowas. Ja. Und ja, ich merkte es dann eigentlich, ich habe aufgehört in der Firma zu arbeiten, mit 18, glaube ich, Ende 18, und war dann ein paar Wochen so, eigentlich habe ich das Meth weggelassen und habe nur mehr das Braune konsumiert. So, irgendwann merkte ich beim Aufstehen, ah, mir tun alle Knochen weh, die Nase rinnt. Ja, Also, bist schon am Morgen eigentlich entzügig. genau. Ja. Habe ich meinen Freund angerufen, habe mit ihm geredet und er sagt, ja, warte kurz, ich bin bei dir in der Nähe, ich komme gleich vorbei, ich mache dich gesund. Und ich dachte mir noch, weißt du, du machst mich gesund, bist du mein Doktor, also so, Ja, weißt ja. du. Er war dein Doktor in dem Moment, genau. Und er kam dann, legte ihn allein auf, ich habe die gezogen und innerhalb von, sage ich jetzt, 3 Minuten ging es mir blendet. Und da dachte ich mir, einerseits dachte ich mir, oh fuck, ist das gutes Zeug, andererseits dachte ich mir, fuck, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt bist du drin. Ja, Jetzt genau. bist du angekommen. Ich sag mal so, wie wurde das finanziert? Was kostet Heroin in Österreich? Erzähl mal. Also damals kostete es so zwischen 60 und 80 Euro. Und ich muss sagen, in Österreich ist Heroin eigentlich nicht sonderlich sehr verbreitet. Also wenn ich mir Deutschland ansehe, ist es bei euch viel, viel schlimmer. Ja. Aber es sind alle Leute, fast alle, die auf Opiate sind auf Substitrol. Ja, genau. Ja, durch das eben bin ich dann auch, also ich habe dann Substitrol als die Edge Connection, die ich hatte, früher bekam ich es eine Zeit lang quasi fast ungestreckt aus den Niederlanden. Das Wie war natürlich hast du finanziert alles? finanziert, ja. Ich habe meistens das ganze Geld vom Job auf einmal investiert Ja. und dann im Kleinverkauf meinen Eigenbedarf finanziert. Also schon arbeitstätig gewesen, aber täglich konsumiert. Ja, genau. Ja, ist natürlich echt eine Schleife, ja. Kurze Frage, mein Lieber, wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 32. 32. Oh, also es liegt schon eine Weile her alles. Ja, ist schon eine Weile Von her. welchem Jahr reden wir denn jetzt gerade? Das muss so 2011, 2012 gewesen sein. Okay, also so vor 15 Jahren war Heroin auch schon stabil in Österreich unterwegs, in gewissen Regionen. Ja. Es gab immer eigentlich Heroin in Österreich, aber die Qualität war meistens sehr schlecht, würde ich mal sagen. Deshalb, ich habe dann von einem Bekannten, als unsere Heroin Connection, wo wir relativ guten Stoff herbekommen haben, die wurden ja dann nach der Zeit, wie es halt immer ist, wurden die dann hochgenommen. Einige Leute gingen in den Knast. Und ich musste schauen, wie ich zu meinem Zeug komme. Jetzt habe ich einen Bekannten von mir gefragt, ob er mir aushelfen kann, weil ich wusste erst im Programm. Und er hat mir dann mit Substitol ausgeholfen. Und es ging so ungefähr einen Monat dahin. Und nach einem Monat sagt er zu mir, hey Beppo, wie viel verdienst du eigentlich? Sage ich, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, sagen wir 1200 Euro. Und da sagt er dann zu mir, hey du, ich habe mitgeschrieben, du hast über 900 Euro bei mir ausgegeben. Oh. Lass dich doch selbst einstellen. Und dann habe ich ja selbst mit mir gekämpft, weil ich sagte eigentlich immer, ich gehe nie ins Programm und ich schaffe das von alleine. Und ja, so wie die meisten eben halt. Genau, parallel zu deinem Sprech habe ich jetzt mal die Substitol-Tablette eingeblendet, die du mir geschickt hast. Ja. Genau, also du bist schon bedingt durch die Sucht ja, ins Substitol-Programm geschlittert. Ja, quasi anfangs indirekt, weil ich es von einem Kumpel bekommen habe. Und er war einige Jahre älter wie ich und meinte es nur gut. Und sagte ihm, hey, lass dich selbst einstellen, du gibst dir dein ganzes Geld für das aus. Und er hat mich dann, muss sagen, ja, es hat dann noch so circa einen Monat ungefähr gedauert. Dann habe ich mich selbst einstellen lassen. Zuerst auf Polamidron. Geht das so easy?
Ja, ich hatte Glück. Also ich habe in der Klinik angerufen und sie sagten zu mir, es dauert 6 bis 8 Wochen. Und ich sagte, in 6 bis 8 Wochen bin ich tot, das schaffe ich nicht, das überlebe ich nicht. Und ein Bekannter von mir hat mir dann die Nummer von dem Oberarzt gegeben, habe dort angerufen, mit bisschen, ja, sage ich mal, Vitamin B habe ich dann einen Termin in 3 Tagen bekommen und wurde auch direkt eingestellt. Glück im Unglück. Ja, Glück im Unglück, genau. Und Okay. ja, eben auf Polamidon. Und ja, da ging es mir überhaupt nicht gut davon. Also ich schwitzte, ich muss sagen, es war Sommer auch, aber ich schwitzte 3-mal so viel wie normal, wenn ich nur in den ersten Stock hochging oder wenn ich Sex mit meiner Freundin hatte. Es war auch ein Wahnsinn, so, es war nicht normal, das Schwitzen und dann gleichzeitig Das immer mehr. Schwitzen auf Pola, das habe ich schon oft gehört. Ja, das der Schwitzen auf Polar, das ist ein Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann hatte ich nach 1 Monat hatte ich den nächsten Termin halt bei diesem Arzt, ging hin und sagte natürlich, ja, dass mir das Polar nicht so gut, dass ich das Polar nicht so gut vertrage. Dann hat er mich noch auf Methadon umgestellt. Als erstes wollte er mich auf Subutex umstellen, aber ich habe gesagt, Subutex vertrage ich nicht, das weiß ich, das habe ich so ein paar Mal genommen von der Straße und Subutex auf keinen Fall. Dann hat er mich auf Meta umgestellt, das war im Endeffekt ja das gleiche wie Polar. Und dann nach 2 Monaten war ich endlich so weit, dass ich auf Substitol umgestellt wurde. Wie alt warst du da? Ah, da war ich, warte mal, so 25 ungefähr. Also eigentlich schon stabil 10 Jahre im Opioid-Rausch. Ja. Oder? Und ja, ungefähr. Also ich glaube, warte mal, 2000, ich glaube 2017 war das. Okay. Und ja, habe mich eben halt dann einstellen lassen und muss sagen, am Anfang, also die ersten Jahre, habe ich das Substitol auch wirklich nur geschluckt. Ich habe jetzt auch viele gekannt, die es geknallt haben, auch neben mir und so, hatte da eigentlich nie ein Problem damit. Aber ja, irgendwie, keine Ahnung, ich habe es wirklich jahrelang geschluckt und irgendwann war es halt dann so weit, dass ich mir dachte, da hatte ich nur mehr eine halbe Rote. Und dachte mir, ja, wenn ich die mir jetzt schieße, dann geht es mir bis morgen gut. Sonst werde ich wahrscheinlich nachts noch affig. Und von mir hat mir dann ja, geholfen beim ersten Schuss. Und na, ich muss kurz davor, kurz bevor, das war nicht mein erster Schuss. Mein erster Schuss war mit Ketamin. Oh, Sowas. okay. Und der erste, das war ungefähr so 2 Wochen vor dem ersten Substitolknaller. Da sind wir bei einem Freund gesessen und haben eben auf neue Ware gewartet. Und ein anderer Kumpel sagte, hey, das ist Geta, das hilft auch gegen den Entzug, macht dir einen Knall, bla bla bla. Ja, auf jeden Fall, er hat mir geholfen, dann, weil ich selbst, meine Venen sieht man sehr schwer, ich tue mir jetzt noch schwer beim Treffen. Und habe dann den ersten Knaller, Geta eben gehabt. Er hat mich natürlich gleich ins Kehol geschossen. Ich weiß nicht, hast du schon mal Aber was habe ich schon mal? Ketamin genommen? Vor 25 Jahren mal gesneeft, aber nicht geknallt und auch nicht bis zum K-Hole. Erklär doch mal für die Leute da draußen. Also, Ja, ich wir muss sagen. müssen uns immer mal bewusst werden, wir hauen ja mit Begriffen rum. Die ist für den Entschuldigung, ist. Normalsterblichen, warte ganz kurz, für den Normalsterblichen, die wissen damit nichts anzufangen. Ich würde dich mal bitten, was ist Ketamin und was ist das K-Hole? Also Ketamin wird oft als Pferdebetäubungsmittel, also wird als Pferdebetäubungsmittel genutzt oder auch in der Notfallmedizin ist ein Opioid mit einer bisschen strangen Wirkung, sage ich jetzt mal. Weil die meisten Opiate sind eher sedierend und einschläfernd und Ketamin ist eher so trippig. Und beim ersten Knaller war es so, die Dosis war jetzt im Nachhinein gesehen zu viel, aber ja, ich hab das hergerichtet und beim Abdrücken selbst hat mir mein Kollege geholfen. Und als es drinnen war und er zog den Nadel raus, legte ich mich zurück und ich merkte schon, wie es anfing zu wirken. Und irgendwie so, wie soll ich das beschreiben? Wie wenn sich alles dreht und das Loch immer kleiner wird, wo man sieht. Ah, so eine Nahtoderfahrung fast schon. Geht so ähnlich, aber Als es war nicht würde unangenehm. man fallen, als würde man ständig Genau, fallen. Ja. Okay, aber es war Wahnsinn. nicht unangenehm. War nicht Dann auch. unangenehm, ja, du hast dich halt regelrecht fallen lassen.
Genau, und da bin dann auch so, ja, so circa eine halbe, dreiviertel Stunde bei dem auf der Couch gechillt. Und dann kam wieder der Typ mit dem Stoff. Also ja, dann waren wir wieder versorgt. Und so 2 Wochen später kam es dann dazu, dass ich mir den ersten Subsignal eben machte. Und ja, da war es so eben, wie ich vorhin gesagt habe, ich hatte nur mehr zu wenig, dachte mir, ja, wenn ich da nicht aus dem schieße, dann komme ich locker über die Nacht. Außerdem war ich auch neugierig drauf, weil fast alle meine von einem Bekanntenkreis haben es gemacht. Und ja, ich wollte halt auch wissen, wie es ist. Und hat Und sich's beim ersten gelohnt? Mal, ich muss sagen, beim ersten Mal, also der Kollege, der mir das hergerichtet hat, hat mit der Dosis sehr aufgepasst. Ich war jetzt nicht überdicht, würde ich mal sagen. Ich bekam auch keine Kopfschmerzen oder geschwollenen Hände. Jetzt, das sind meistens die ersten Anzeichen von einer Überdosis. Mir ging es eigentlich, ich war nicht mehr zügig und mir ging es gut, würde ich sagen. Und ja, Und so gibt es hat sich's. beim, wenn man Substitol, sage ich mal, intravenös spritzt, davon redest du ja gerade, gibt es da auch ein High? Ja, sicher. Das Ja. Hai ist quasi ähnlich wie das von Heroin, würde ich sagen. Oder es ist kälter, nicht so warm, aber hat doch sehr kleine Pupillen und ist eigentlich, also vor allem am Anfang, also hat man eine deutliche Wirkung. Wenn man schluckt, hat man weniger Wirkung, aber es hält dafür 24 Stunden. Genau, und dann warst du täglich drin. Ja, genau, dann war ich bald täglich dran und hatte aber gleichzeitig noch eine Freundin, die wusste zwar alles von mir, aber sie wusste das Ballern nicht, also das Spritzen. Ja. Ja, das war natürlich dann, wie soll ich sagen, ein Katz-und-Maus-Spiel. So. Ich habe Spritzen im Rucksack versteckt, sie hat zufällig Also im schon Rucksack irgendwas gesucht. das richtige Junkie-Ding. Ja, Ja, das genau. richtige Junkie-Ding, dieses Verstecken, dieses Rollenspiel, also das ist ja auch total belastend alles. Also am Anfang habe ich es ganz gut, also habe ich uns dann, damals habe ich selbst noch ein bisschen verkauft und ich sagte ihm, ich gehe kurz runter zu den Kunden und ging runter, hatte mir noch schnell einen Knall und ging wieder rauf. So ging es so 1, 2 Jahre und ja, irgendwann sah man es vor allem auf meinen Händen. Und dann Hast du es kam, ja, dann kam Co. in den Handrücken gespritzt? Auch, ich habe es in Handrücken und eben also am Unterarm. Ja. Ja, das ist in der Armbeuge, habe ich ein paar Mal, aber das ist bei mir irgendwie, fühlt sich nicht gut an, sage ich mal. Okay. Dann kam das Koks dazu und das war dann, was meine Venen angeht, der Untergang. Weil bei Koks ist man so gierig auf den Erd, also man macht sich einen Schuss und man Kennst will du liebsten mit dem. die Red Hot Chili Peppers, die Band? Ja, kenne ich. Ja, der Gitarrist von denen, der hat komplett vernarbte Arme. Und der hat genau das mal gesagt. Er hat gesagt, diese vernarbten Arme, du musst mal schauen dann. Der heißt John Frusticante oder so. Der hat gesagt, diese vernarbten Arme kommen vom Koksballern, weil du jede Minute dir die Nadel da reinsteckst. Geht. Also, wenn ich, da sind sicher teilweise über 50 Hits am Tag. So viel Geld wie da. Irre. Also man muss fast sagen, also Koksballern ist fast schon krasser als Ageballern. Viel, 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 viel krasser. Ja. Also, wenn ich mir denke, Leute, die Age ballern, die kommen mit 3, 4 Knaller über den Tag. Ja. Und bei Koks machst du dir in der Früh schon 3. Okay, und das ging ja nicht ewig so weiter. Sorry. Das ging ja nicht ewig so weiter. Wie ging, also das muss ja irgendwie einen Absturz mal gegeben haben. Genau. Ja, war dann so, also ich habe nirgendwo mehr getroffen und war teilweise schon am Verzweifeln. Also ich war im Bad eine halbe Stunde herumgestochert, bei beiden Händen, beiden Füßen, überall probiert, außer Leiste und Hals, muss ich sagen. Leiste und Hals, Aber ja, ja, ich, das finde ich aber so Endlevel. Leiste und Hals ist halt schon echt derbe. Das war auch immer mein Tabu, also das habe ich bis heute auch nicht gebrochen. Ja. Und ja, irgendwann, also es ging einfach nicht mehr, würde ich sagen. Und dann war auch noch die Koks-Connection weg, also wo ich das Koks zu einem, sage ich mal, halbwegs anständigen Preis und einer anständigen Qualität bekommen habe. Beppo? Ja. Also du bist da. Ja. Anständigen Preis und zu einer anständigen Qualität bekommen habe. Eben die Connection war dann
leider weg und habe dann ein paar Mal von der Straße diese Bälle gekauft. Die Aber das kann Bubbles. man vergessen. Also wenn man, genau, die Bubbles, wenn man gute Ware gewohnt ist, dann bringen einen die gar nichts. Da machst du dir nur einen, wirst gierig auf den zweiten und das war's. Ganz schöner Abfuck. Mein Lieber, komm mal zum Entschuldigung. Opium, das interessiert mich. Das Opium haben wir immer von den Afghanen bekommen. Ja, ich vom Iraner, ja, aber selbe Hut, ja. Immer zwei Fahrradspeichen Ja, abgeschnitten, auf der einen. ich auch, ja, ich kenne das, erzähl, ja. Genau, der eine das Opium raufgebracht und der andere Fahrradspeicher wurde eben heiß gemacht, Mit bis einem es glüht. Bunsenbrenner oder mit so Und einem dann. kleinen Petroleumkocher? Genau, ja, mit so einem kleinen, wie so einem Campingkocher. Campingkocher mit so einer blauen Flamme, wichtig, damit es nicht rußt. Genau, genau. Und da kann man, Und Entschuldigung, ich habe das alles durch, da kann man ja Stunden zubringen mit Opium rauchen. ja, genau so. Erzähl mal, erzähl mal. Also waren dann bei einem Kollegen, das war, muss ich sagen, war aber eigentlich noch vor der Age-Zeit, vor der richtigen, wo Opiate, sag ich mal, noch richtig gewirkt haben. Und wir saßen dort, seine Frau hat Tee gemacht, er hat es vorbereitet und ja, dann saßen wir da meistens mehrere Stunden, eh wie du gesagt hast, und haben so dahin geraucht. Und das war eigentlich immer, also es war anders, als ich mir vorgestellt habe, Ich weil ich auch. dachte, Und Entschuldigung, bei mir hat Opium immer extrem aktivierend gewirkt. ja, genau, bei mir auch. Macht Bei mir auch. immens wach. Ich bin auf Opium in die Muckibude gegangen. Ja, und habe da Bankdrücken gemacht, weil für mich war es irgendwie, also Opium, wenn man es jetzt nicht übertrieben hat, ja, ist auch eine Dosisgeschichte. Für mich war Opium immer so von der Wirkung wie ein Amphetamin, aber ohne diese chemische Kälte. Ja, ohne den Abfuck danach vor Genau. allem. Naja, der Abfall kommt dann schon noch. Also ich finde, Opium sollte man das nicht unterschätzen, wenn du das 2, 3 Tage straight durchrauchst und am vierten nicht mehr, merkst du das. Okay, ja, ich habe es nie so lang durchgeraucht. Ich habe meistens war das so ein Wochenende, so von Freitag, Samstag, ab und zu noch Sonntag, wenn noch da war. Und dann war es aber meistens einfach wieder aus und ja, es war halt nicht mehr da. War aber auch nicht so schlimm für uns damals. Damals waren wir eher noch so, ja, hauptsächlich am Kiffen und die Partys auch. Wie teuer war ein Gramm Opium bei euch? Das waren immer so circa 5 Gramm für 100 Euro. Also so ein 20. Ja, okay. Ja, ist ja ähnlich. Also ihr fängt bei 15 an, geht bis 20 so. Es kommt drauf. Es gibt ja verschiedene Formen von Opium. Es gibt ja dieses pure Opium, was so dunkel, was wirklich schwarz und knetig ist. Das ist Genau. eine ganz andere Hausnummer. Und dann gibt es ja auch dieses harte bräunliche. Ja, das harte Bräunliche ist, glaube ich, meistens das Rohopium. Also, ich habe mal selbst im Internet bestellt, 3 Säcke Mondkapseln und habe das ausgekocht Erzähl und das mal. raus kam auch. Also, ich habe das bestellt, habe es im Mixer von meiner Mutter klein gemacht, habe es in einen großen Kochtopf reingetan und habe es einfach mal köcheln lassen. So, Schlafmohnkapseln oder Klatschmohn? Schlafmohnkapseln. Schlafmohn, okay. Also richtig den originalen Shit. Den originalen Shit quasi. Ja, okay. Lassen und ja, habe im Internet dann auch herumgeschaut, wie lang ungefähr. Ich weiß jetzt die Zeit nicht mehr genau. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich dann diese braune Flüssigkeit durch ein, Sieb, so ein Tuch. ja, durch so ein Tuch, genau durch ein Geschirrtuch Ja. quasi, das ich habe Sieb benutzt, durchgelassen und dann blieb sowas über. Das sah schon fast aus so wie Nutella. Von Ja, das ist die der Paste. flüssiges Nutella so. Dann habe Ja. ich das Wasserbad weiter erhitzt. Also es waren sicher über 12 Stunden, wo ich da beim Herd gestanden bin. Und habe es im Wasserbad weiter erhitzt, so bis dass es irgendwann so eine Konsistenz hatte wie schwarzer Hasch. Und dann zusammengedrückt eben und ja, so gut, also es ist eine recht ordentlich, so eine faustgroße Kugel ist ungefähr So ein rausgekommen. richtiger Opiumball. Ja, genau. Wie viel Gramm waren das? Boah, ich hab's nicht nachgewogen. Okay. Sicher 30 bis 50 so. Und hast du es probiert, geraucht? Ich habe es probiert zum Rauchen, ging fast nicht. Also es, wie soll ich sagen, im Vergleich zu dem Rauchopium vom Afghanen war das ging das fast gar nicht. Also Weil siehst die fermentieren das ja noch mit so einem Pilz in Afghanistan. genau, jetzt habe ich auch gehört, die graben das irgendwie ein.
Und unter der Erde wird das dann fermentiert oder so. So hat das mir Und dann erst gar kann nicht man es mal. eben erst rauchen, weil sonst geht das gar nicht. Genau. Wir haben es dann probiert, das Selbstgemachte, ist aber nicht so gut gegangen. Und ein Freund von mir, der damals zwar auch schon auf Edge war, aber eine sehr niedrige Toleranz hatte, den gab ich was und der hat so circa 2 Gramm davon geschluckt. Oh, und? Und er sagte, also ihm ging es gut. Ich habe selbst sicher 4, 5 Gramm geschluckt und hatte vielleicht minimal, vielleicht auch ein bisschen Placebo-Wirkung, aber bei weitem nicht so, wie ich es vom Rauchopium gewohnt war. Also es war viel Arbeit für wenig Effekt. Genau, du sagst es. Naja, man muss ja auch mal sagen, also das Rohop, also das wirkliche Opium, das sind ja auch nicht die Samen, sondern das ist, wird ja diese Samenkapsel angeritzt und dann Genau. tritt dieser Milchsaft aus, der über die Nacht trocken wird und wenn der dann braun ist, dann wird der halt so abgeschabt und dann wird das ja so geknetet. Wir haben das hier schon mal oft auf dem Kanal angeschaut und das ist ja nur der erste Schritt und dann kommt diese Pilzfermentierungsgeschichte, die extrem wichtig ist, weil sonst kann man es eben nicht so verdampfen. Ja, man verdampft es ja eher, das Opium, mit dieser glühenden Ja, Fahrradspeiche. ist nicht so, wie wenn man zum Beispiel Hasch raucht, sondern eh verdampfen trifft zum Besten, würde ich auch so sagen. Ja, ich weiß noch einmal eine lustige Geschichte. Da saßen wir bei dem Afghanen zu Hause und ein Freund von mir kam rein und wollte unbedingt was kaufen, weil es ihm scheiße ging. Und er packte gleich Alufolie aus und der Afghane flippte total aus. Du, die scheiß Alufolie weg, das ist kein Genau, Drecksheroin. genau. Es geht doch gar nicht. Also ich habe früher auch mal Nein. versucht, bevor ich das traue, ich sag mal, das Opium verdampfen, also ohne Scheiß, das musste schon eine Weile üben, dass das richtig gut läuft. Ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Sonst verliert man alles. ja, das ist halt eigentlich eine ganz behutsame Geschichte. Du musst, das ist wirklich so ein Zwischenspiel aus diesem Opiumbatzen, ich hatte ihn immer auf eine Büroklammer gesteckt, und dann diesem glühenden Draht, der immer so, ich kann mich noch an den Sound erinnern, an dieses Knistern, dieses Ja, diese. Verdampfen. Genau. Scheiße, da kannst du echt Tage dazu zubringen. Also da brauchst du niemanden, da sitzt du zu Hause, trinkst deinen Safrantee, isst ein paar Datteln und rauchst ein bisschen Opium. Die Zeit geht vorbei. Genau. Ja, das ging eben halt, das ist Opium, das haben wir jetzt nicht so jahrelang konsumiert, sondern zwar eine Zeit lang, sage ich mal, vielleicht ein Dreivierteljahr oder so, immer wieder und dann auch den Kontakt verloren zu der Connection und im Endeffekt sind wir dann alle schon aufs Heroin umgestiegen und hätten vom Opium eh nicht mehr viel gemerkt. Ja. Also Heroin, ja, das habe ich hauptsächlich eigentlich gesnifft. Also ich habe es mir im Leben vielleicht, wenn es hochkommt, 5-mal geknallt und ich war jedes Mal total enttäuscht. Vom Drücken. Vom Drücken vom Heroin, das Warum? war, ja, ich weiß nicht, es war vom Feeling her, also so wie es in den Filmen und überall dargestellt wird, war, so war es bei weitem nicht und ich habe sicher nicht zu wenig genommen. Ich Und muss noch mal sagen, es ist halt wirklich sehr individuell, wie eine Droge auf jemanden wirkt. ja, das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, und Substitol eben ist halt, ist also ich sagen, als Heroin bei uns auf der Straße, er hat vielleicht 10% Reinheit und Substitol Wenn ist halt überhaupt. sein reines Morphin. Und da halt gleich ganz anders. Bei uns in Österreich, es gibt nicht so wie ich so von hartes Deutschland und den anderen Dokus, so eine Heroinszene wie in Deutschland, in Dortmund oder Ja gut, Berlin. das ist jetzt ja auch nicht so das Ding. Also ich meine, du hast halt Hotspots wie, sage ich mal, NRW oder ja Frankfurt Main, wo halt wirklich eine massive Heroin- und Crack-Szene in Verbindung, das muss man ja schon sagen, gibt. Also sicher, was ich sagen muss, auch durch den Kanal hier, durch die vielen Streams, die wir ja machen, was in Deutschland ein echtes Problem ist, sind die Opioide. Also Ja, auf Tramadol, jeden Fall. Tilidin, Oxycodon. Oxycodon ist hier wirklich der Teufel und gar nicht so age. Die Leute, das sind sehr junge Leute aus der Trap-Szene, die halt massiv auf Oxy sind. Ja, Oxys und Xanax und so wird voll gehypt. Und ja, also mir ist es auch aufgefallen, weil damals, als ich angefangen habe, waren die ganzen jungen Leute eher auf so Uppers und für Partys und maximal mal zum Runterkommen irgendwelche Opioide genommen. Genau. Aber ich glaube, Corona hat auch viel damit zu tun, dass viele Junge auf diesen, sage ich mal, Opioiden aus der Apotheke klatschen geblieben sind. Auf jeden Fall. Und Lucien, ich würde gerne jetzt den Stream noch so 10 Minuten machen, weil ich heute ein bisschen eher
aus muss, aber wir machen gerne noch einen Folgestream. Lucien schreibt, und ich weiß, du hast da auch was zu erzählen. Mir fehlt jetzt nur noch Fentanyl, den Rest hat der junge Mann gesehen. Let's go. Fentanyl habe ich auch, hab ich auch schon genommen. Ich suche gerade das Foto, genau. Erst vor kurzem, eigentlich, also ich habe es vor paar Jahren schon mal genommen, da habe ich einfach das Pflaster in Streifen geschnitten und immer wieder einen kleinen Streifen gelutscht. Und vor kurzem hat eine Freundin von mir Pflaster und ja, dann habe ich es mir geknallt. Aber ich muss sagen, für das, wie es gehypt wird, fand ich es ehrlich gesagt gar nicht so geil. Also Flash war fast, das ist bei mir fast nicht vorhanden, aber als ich mich dann ein bisschen zurücklegte, Füße hochmachte und so, dann spürte ich schon deutlich die Wirkung. Und das, obwohl ich mein Substitut davor schon genommen habe. Okay, also geht ja mal ins Detail. Also Pflaster zerschnitten und sowieso wie so ein Trip auf die Zunge gelegt. Ja, genau, so habe ich es früher gemacht und jetzt vor kurzem, eben weil ein anderer Kollege war da und der wollte es sich unbedingt knallen, wusste aber nicht, wie man es zubereitet. Und ja, er gab mir halt dann auch ein Stück und ich habe es zubereitet. Und du nimmst das Pflaster, legst es in einen Löffel, tust ein bisschen Ascorbinsäure dazu und erhitzt es mal. Und nach der Zeit irgendwann merkt man das, dass dieser Kleber quasi, der unten am Pflaster oben biegt, dass sich der ablöst. Und wenn, also ich habe es so gemacht, als auf dem Pflaster quasi nichts mehr oben war und es auch beim Flecken nicht mehr nach Fentanyl schmeckte, dann habe ich aufgehört zum Aufkochen und habe es halt abkühlen lassen und geschossen. Wie war der Unterschied zum Heroin? Also zum Heroin muss ich sagen, also das Heroin habe ich fast nie wirklich gespürt, das Fentanyl habe ich schon deutlich gespürt. Also ich habe es abgedrückt, am Anfang dachte ich mir nur so, das klatscht sicher gleich, so wie man es oft im Fernsehen sieht, war aber nicht so, ich habe es abgedrückt, habe den Gurt auf die Seite, habe meine Wunde abgewischt, habe mich zurückgelegt und dann merkte ich auf einmal im Kopf so ein angenehmes, drückendes Gefühl. Aber Gefahr der Überdosis besteht natürlich massiv, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen, wir haben sich, also ein Pflaster, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Milligramm die hatten, haben wir uns ausgerechnet, wenn man das ganze Pflaster macht, durch zwei, wie viel Wirkstoff dann jeder hat. Und ja, so gingen wir sagen, halt auf Nummer sicher. Steht ja hinten oben auf dem Pflaster, ein Pflaster enthält so und so viel Milligramm. 25 Mikrogramm steht hier. Ah, genau, das waren die Schwachen, genau. Und es gibt auch welche mit 50, 75, 100 und ich glaube 125 oder 150 gibt es auch noch. Aber Fentanyl ist es immer extrem wichtig, eben auf die Dosis zu achten. Von meinen Kollegen, der kleine Bruder ist dann gestorben, nur am Korn von dem Pflaster. Und man muss halt eben weiß, es kann sein, wenn, sage ich mal, ich schneide das Pflaster in zwei Teile, gebe ein Stück dir und ein Stück nehme ich. Kann sein, dass bei mir 80% Wirkstoff oben ist und bei dir nur 20%. Genau, da schreibt Lucy nämlich, das Fentanyl ist ungleichmäßig auf dem Pflaster verteilt. Genau. So ist es. Darum haben wir es quasi ausgerechnet, ungefähr wie viel jeder hat und haben es dann einfach die Menge an Flüssigkeit durch zwei geteilt. Irre. Mein Lieber, was wird uns im nächsten Stream erwarten? Ja, boah, ich würde sagen, dann fangen wir an, wie es mit dem Handel losging damals. Klingt gut, ja. Und jetzt nochmal kurz, wo stehst du gerade? Im Moment bin ich auf Substitol, ja. Auf 600 Milligramm, mache mir dreimal täglich 200 Milligramm intravenös, manchmal auch mehr. Aber im Moment, wie soll ich sagen, im Moment habe ich eben halt nur meine 600. Ich hatte eine Zeit lang quasi besseren Zugang, da waren es auch teilweise 1000 Milligramm am Tag. Aber so im Moment nehme ich 600 Milligramm Substitol und eine Anxiolid, also 50 Milligramm Oxazepam. Also noch voll dabei. Ja. Da gibt es noch viel zu bereden, mein Lieber. Ja, glaube ich auch. Ja. Okay, dann sag doch mal, wie hat dir das Stream gefallen? Ja, hat mir gut gefallen, war ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, und da mein Handy vorher noch rumgezickt hat, hat mir grundsätzlich gut gefallen und ja, so wie die meisten deiner Streams, muss ich sagen. Und ja, würde mich auf einen zweiten freuen. Das machen wir auf jeden Fall. Du bleibst jetzt noch kurz in der Leitung.
weil dann werden wir jetzt einen neuen Termin ausmachen, nachdem der Stream vorbei ist. Ich fand's super, mal wieder jemanden aus Österreich hier zu haben. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Und ja, ich muss ehrlich sagen, Buddy, das war harter Tobak. Ja, da gibt es noch eine Menge zu erzählen und das ist schon, ja. Nur grob erzählt, so Ja, muss genau. ich Das ganz ist ja kurz noch. im ersten Stream immer so eine Vorstellung. Wer bin ich eigentlich und was geht bei mir? Genau, so ist es. Ja. Willst du jemanden grüßen? Ja, ich grüße allen Leuten, allen Drogengebrauchern und wünsche, dass es allen gut geht. Ja. Okay. Speziell habe ich jetzt nicht an irgendwelche Personen. Okay. Aber ich glaube, Leute, die meinen Namen kennen, wissen, wer ich bin. Von meinen Freunden jetzt. Warte mal, also hier schreibt jemand, ist das der Peppi aus Österreich? Ja, Ja. genau. Und er schreibt, ach cool, ja doch, den kenne ich. Bin gerade erst dazu gekommen, werde mir den Stream nochmal von vorn anschauen. Ist ja krass. Ja, cool, coole Sache. Bin gespannt, wer das ist. Ich war mal Morpheus heißt er. Morpheus. Na gut, der kann jetzt auch anders heißen, das ist sein YouTube-Name, weißt du? Ja, den muss ich mal anschreiben. Bin gespannt, wer das ist. Krass, krass, krass. Du scheinst eine kleine Berühmtheit zu sein in Österreich, kann das sein? Ja, ich hoffe nicht. Mein Lieber. Okay, wir wissen ja eigentlich nichts von dir. Das ist ja hier so ein Safe Space, also Beppo, okay, geschenkt. Und ansonsten gibt es ja keine Details und das ist ja auch richtig so. Mein Lieber, du bleibst noch kurz in der Leitung. Ich würde den Stream jetzt beenden. Ja, super. Meine Lieben, und wir sehen uns am Donnerstag wieder zum Tag der Deutschen Einheit. Gibt es, denke ich mir, auch einen super Stream. Da geht es auch um Heroin, by the way, im Ja, Donnerstag. Genau. sicher. Also bis dahin. Beppo, du bleibst noch unter Leitung, ja? Der Leitung. Genau. Danke. Ciao, ciao, meine Lieben. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao.